Marion-Iselin-Klinik, St. Clara-Spital und Psychiatrie Basel-Land präsentieren gesund. Sich auf etwas zu konzentrieren, ist in unserem Alltag häufig nötig. Aber es ist eine Herausforderung. Ständig prasseln unterschiedliche Reize von sie, die uns ablenken können. Unser Gehirn versucht dann, die wichtigen Reize von den unwichtigen zu unterscheiden. Bestimmte Areale im Gehirn sind dafür zuständig, dass die unwichtigen Reize rausgefiltert werden. Bei einer neurobiologischen Störung wie ADS funktioniert der Filter nicht richtig. Darum ist man bei dieser Aufmerksamkeitsdefizitstörung schnell abgelenkt. Manchmal kommt auch eine Hyperaktivität dazu, dann redet man von ADHS. Mittagspause nach einem Morgen voller Schulstunden. Der Steven braucht Bewegung. Wenn er sich bewegt, fühlt er sich lebendig und stark. Also, ich fühle mich, als ob ich ganz viel Kraft habe. Ich habe ganz viel Kraft. Das ist ein gutes Gefühl? Ja, ein gutes Gefühl habe ich. Sein älterer Bruder, der Leon, hat ADS und braucht Platz, um lebhaft und kreativ zu sein. Damit er dann beim Mittag ruhig sitzen kann. Für die Mutter ist es eine grosse Belastung, dass ihre Kinder wegen ADS anders wahrnehmen und fühlen. Darum muss sie für ihre Kinder viel mehr mitdenken und ständig Probleme lösen. Und auch emotional sind meine Kinder anders, dass nur etwas klitzekleines passiert und dann können sie eine Krise haben und sie müssen wieder runterkommen. Es kostet mir Energie, dass alles schön verläuft, dass sie glücklich sind, Selbstwertgefühl in Ordnung ist. Es braucht viel Motivation, es braucht viel Lob, es braucht viel Kontrolle. Nur schon einen normalen Alltag zu meistern ist intensiv. Eine Herausforderung. Darum fühlt sich die Mutter zu oben oft müder als nach einem Kindergeburtstagsfest. Sie liebt ihre Kinder und möchte nicht, dass sie anders wären. Es gäbe auch Vorteile. Wir haben sehr viel eigentlich gelernt so über uns selber. Und ich habe sehr viel auch gelernt über meine Kinder, weil wir auch sehr viel miteinander reden. Weil viele Situationen, wo wir dann ein Problem haben, die diskutieren wir aus. Warum ist das jetzt so? Warum ist das jetzt so wichtig? Oder wie hast du das interpretiert? Und dadurch wird so in die Tiefe gegangen. ADHS ist eine Herausforderung für das ganze Umfeld. Mit der muss man lernen, umzugehen. Ein schwieriger Prozess, den viele nicht ohne professionelle Unterstützung schaffen. Dass dieser Prozess gelingt, ist vor allem für die Betroffenen selber wichtig. Weil ein unbehandeltes ADHS zu Folgeschäden führen kann. So Kinder und auch Jugendliche können natürlich auch sehr viele Misserfolgserlebnisse einstecken im Laufe ihres Lebens. Schulversagen zum Beispiel. Und wenn man natürlich in der Schule nicht erfolgreich ist, dann auch, hat man eine Lehrstelle zu finden. Die ganze Ausbildung kann problematisch dann abgehen. Auch die Interaktion natürlich, sie ecken häufig an. Eine Form von der Therapie, die Leon macht, ist ein Konzentrationstraining. Hier treffen wir auch Lizzie, das dritte Kind von der Familie Rezzo. Auch sie hat ADS. In diesem Kurs lernen die Kinder zum Beispiel genau anzuschauen. Ja, du wieder, Leon. Ein Stern. Ein Stern. Und genau anzuhören. Elefant. Super, genau. Das ist wichtig, weil Kinder mit ADS häufig Flüchtigkeitsfehler machen. Und dann achten sie sich zum Beispiel nicht, ist es jetzt ein Plus oder ein Minus gewesen. Und am Schluss haben sie die ganze Zeit ein Plus gerechnet. Und es wäre aber die Hälfte Minus vorgekommen. Und dann haben sie halt nur die Hälfte der Punkte. Und ja, eine schlechte Note oder ärgern sich dann auch. Weil eigentlich können sie es ja rechnen. Diese Strategien, die sie im Kurs lernen, können die Kinder nachher auch im Alltag anwenden. Hey, schon wieder richtig. Es bringt uns sehr viel, um in der Schule auch viel besser uns zu konzentrieren. Besser zuzuhören und so. Die Psychiaterin Brigitte Contin verschreibt etwa der Hälfte der Kinder mit ADS zudem ein Methylphenidat-Medikament, wie zum Beispiel Ritalin. Eine umstrittene Medikamentengruppe, die in den Stoffwechsel vom Gehirn eingreift und macht, dass Botenstoffe Dopamin besser funktionieren.
Umstritten darum, weil unter anderem kritisiert wird, dass die Kinder damit ruhig gestellt werden. Die Psychiaterin ist zurückhaltend mit diesen Medikamenten. Wenn wir schon psychotherapeutisch alles ausgeschöpft haben, wenn wir sehen, dass es greift zu wenig und der Leidensdruck ist sehr gross, vor allem halt auch in der Schule und unterhei, dann schauen wir, ob nicht auch Ritalin oder das Methylphenidat zum Einsatz kommen. Die zwei älteren Kinder von Paula Rezzo bekommen Ritalin. Sie hat lange damit gezögert und sich dann schließlich zusammen mit der Ärztin und den Kindern für das Medikament entschieden. Also so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Und ich habe das Gefühl, dass seit sie das haben, dass ihnen die Konzentration leichter fällt. Das ist wie ein Puzzle, der jetzt richtig ist. Der jüngste Sohn bekommt kein Medikament. Er trainiert 7 Stunden pro Woche Kunstturnen. Doch hat der Steven seinen Bewegungsdrang ausleben. Der Leistungssport hat einen positiven Einfluss auf das ADHS. Im Sommer erhöht er dann das Trainingspensum auf 12 Stunden pro Woche. Dann wirst du nicht müde, wenn du so viel trainierst? Nein. Ich bin nie müde nach dem Training. Nicht alle, die Mühe haben, sich auf etwas zu konzentrieren, haben ADHS. Darum muss man genau anschauen. ADHS ist ein Modebegriff geworden, der schnell für Kinder verwendet wird, die unkonzentriert oder unruhig wirken. Die fehlende Konzentration von diesen Kindern hat andere Gründe, sagt Psychologin Letizia Gauck. Ein Beispiel: Kinder mit Hochbegabung können die genau gleichen Symptome zeigen wie Kinder mit ADHS. Ursache ist dann aber nicht eine Aufmerksamkeitsstörung, sondern dass die Kinder mit dem Schulstoff stark unterfordert sind. Das kann dann sein, dass jemand Aufmerksamkeit nicht mehr bringen kann, das heisst wirklich aus dem Fenster raus träumt. Das kann sein, dass jemand dann unruhig wird in dieser Unterforderungssituation, gar nicht weiss, wo an mit seiner Energie. Und es kann auch sein, dass jemand Impulsivität zeigt, das heisst dann vielleicht reinruft, weil es ihm zu langsam geht. Und er denkt, ja, wenn ich schnell die Antwort sage, dann geht es schneller weiter. Weil die Symptome von ADHS auch andere Ursachen haben können, muss man also genau anschauen. Etwa die Hälfte der Jugendlichen mit ADHS wachsen daraus aus. Die anderen sind auch als Erwachsene noch betroffen, wie Susi Signor. Bei ihr ist als Kind kein ADHS, oder wie es damals heisst, POS, diagnostiziert worden. Bei meiner Schulzeit fand ich schrecklich, immer irgendwie einen Kampf und immer irgendwie schauen, dass ich da durchkomme. Und es hat natürlich damals noch gar kein Verständnis gegeben für Kinder, die irgendwie etwas anders sind. Erst mit der Zeit und wo sie eine Wertschätzung bekommen hat für das, was sie kann, und nicht nur Strafaufgaben für das, was sie nicht kann, ist es besser geworden. Sie hat Strategien entwickelt, um mit dem ADHS umzugehen. Dort habe ich für mich die Vorstellung von einem Schutzanzug entwickelt. Später habe ich etwas noch gebraucht, um es durchzuheben. Nachher habe ich natürlich auch etwas entwickelt für so Vordergrund, Hintergrund, dass ich immer gut entscheide, was ist jetzt für mich gerade wirklich wichtig und was steht ein bisschen im Hintergrund. Als Psychologin hat sie die Strategien weiterentwickelt. Jetzt hilft sie anderen Betroffenen. ADS ist nicht ein Schicksal, sondern ein Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung. So sieht es auch die Familie Rezzo. Mit ADS umzugehen, sei erlernbar. Erst akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, und dann informieren und dann das Wissen positiv umsetzen. Ist das schwierig? Weil man weiß, wie nicht. Aber wenn man erst so eine Belastung hat, dann ist es vielleicht schwierig, so den Weg zu gehen, so wie aus einer negativen Spirale zu kommen. Bei ADHS ist es wichtig, genau anzuschauen und wenn nötig, umfassend abzuklären. ADHS betrifft immer das ganze Umfeld. Darum sollte man gemeinsam, also Eltern, Kinder, Lehrer und so weiter, nach Lösungen suchen. Um nicht in eine Negativspirale zu kommen, sollte man nicht nur die Schwächen sehen, sondern auch schauen, wo Stärken sind. Gute Beziehungen haben auch einen positiven Einfluss auf ADHS. Darum ist es wichtig, als Familie eine unbeschwerte Zeit miteinander zu verbringen. Gesund ist Ihnen präsentiert worden von Merion Iselin Klinik, St. Clara Spital.
und Psychiatrie Basel-Land.